Beim letzten Teil ist mir das Mikrofon ausgefallen. Das war ja eine peinliche Aktion. Ich habe es aber trotzdem als Walkthrough hochgeladen und zwar bei YouTube. Ne, macht ja nichts. Können die Leute ja trotzdem so sehen, ohne mein Gequatsche. Ist ja auch mal ganz nice. So. Wir setzen gleich mal fort. Genau, kann losgehen. Ein bisschen leiser machen, sonst liegen mir hier Löffel weg. Ich hoffe, er hat letztes Mal alles gespeichert. Ja. Okay, wir sind jetzt hier. Excellent, Mr. Black. You're using all the tools I have provided. I appreciate the effort. I believe this investigation may be swift. Genau, da wollte ich hin, und zwar in die Anstalt, wo wir sozusagen ein Rätsel lösen müssen. Ich hoffe nur, dass es noch so läuft. Hören wir mal weiter. Okay, hier geht's nicht weiter. Red! Hey! Why is everyone loose? The patients must have their exercise, Mr. Black. Now move along. Oh, da krabbelt aber einiges geht hier. Ach ja, ja, genau. Den Code hatten wir letztes Mal rausgefunden schon. Das Ding ist halt nur, dass der Clown oder was auch immer das sein möchte, uns jetzt natürlich ein Rätsel stellt, was wir aber schon gelöst haben. Also, müsste das der Code sein. Jo, weiter geht's. Hier die Tür zu. Das ist unsere Waffe. Wo ist denn unser Schwarzlicht? Genau, das Schwarzlicht ist immer gar nicht verkehrt. Da sehen wir aber die ganzen Teile, die Sachen, die wir vorher nicht sehen würden. Okay, wir gucken uns den Text mal an. Besucherregeln und Fortschriften. Dem Patienten, der Patient steht ein Besuch pro Woche von Mitgliedern seiner, ihrer Familie und anderen genehmigten Besuchern zu. Körperlicher Kontakt ist nicht gestattet. Okay. Eigentlich nichts Wichtiges von Belang irgendwie. Fuck. What now? Don't take this music away! Leave it be! Oh. Leave it be! The party! The party! He's on his way! He's on his way! Tja. You! Blunt, Mr. Black. Very blunt indeed. Do you go through every problem with bullets? Why don't you come down here and find out? Ja. Es hat keinen Sinn, die Waffe nicht einzusetzen. Weil wir nicht wissen, wie der auf uns reagiert. Können wir das hier nicht ausstellen, dann kriegen wir was am Kopf. Jetzt runter. Gehen wir mal nach unten und schauen mal, was da los ist. Party. The party. The party. The party. The party.
gucken wir mal. Ist derselbe Code? That door is irrelevant to our investigation. Don't concern yourself with it for now. Na, okay, toll. Und ich mache mir darüber Gedanken. What the hell is all this stuff? So, was haben wir hier? Patienten, Kaninchen, bla bla bla. Oh, das ist mal wieder so eine Hannibal Lecter Musik hier, ey. Oh, Munition. Und die denn auf einmal, ja? Mann. Oh nein, wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Hochzeitsmagazin. I just wanted to say that I understand. Ich wollte nur sagen, dass ich es verstehe, wenn du nicht adoptieren willst. Ich bin heute Nachmittag im Atelier, ruft mich an. We can talk then. I love you. Schöne Bilder. Kleiner Liebesbrief. My darling husband, I know liebster Ehemann, ich weiß, das wird nicht das Leben, wie es wir uns vorgestellt haben. Aber so kann ich mich auf meine Kunst konzentrieren und du kannst die Welt verändern, wie du es immer erträumt hast. Und egal, was passiert, wir werden immer einander haben. In weniger Liebe, Lenore. So, wahrscheinlich. Der gedacht, hier ist Eleanor, aber okay. Lenore ist. Was ist halt Lenore? Okay, schwanger war sie auch. Honey, are you okay? Talk to me. But are you absolutely sure? I did the test 3 times. The doctors, they said. I guess we proved them wrong. Krass, dass sie die Geschichte da so einbauen. Also, warum auch immer. It means we're not just a couple anymore. It means we're a family. Why show me this? Is this how you justify everything? Da waren wir ja schon. Find your way back, Mr. Black. Focus on the right photo and come back to me. Okay. Wir sollen jetzt zurückkommen, okay. Sollen uns auf das rechte Foto fokussieren. Just a small reminder from your loving wife. Don't you dare forget our appointment at the clinic today. 2 p.m. sharp. See you then, Mr. Scatterbrain. You have one new message. Hey, honey, it's me.
Pick up if you're there. Okay, well, bad news, I'm afraid. The caterers have cancelled on us, so they were double booked for the Saturday, so we're going to have to find someone else. Who knew getting married would be so much work? Okay, die Tür geht anyway, nicht auf. Er hat ja auch gesagt, wir sollen uns auf das rechte Foto fokussieren. Um zurückzukommen. Tja. Ich muss sagen, Foto habe ich auch gar nicht gefunden. Also, ich habe immer nur ein Bild habe ich gefunden. Das haben wir schon geprüft. Das sind ja keine Fotos, das sind ja Bilder. Genau. Okay, da geht's zurück. Alles klar, aber das ist kein Foto, das ist ein Bild. What just happened? What was that? Ah, you're back with us. Good. Those memories, they felt different. What was that place? Er scheint ja echt an Orte manchmal zu kommen. So they were my selber nicht kontrollieren können. What's going on? That is none of your concern, Mr. Black. It is irrelevant to your treatment. Now, let's proceed. Proceed. Right. Let me give you an example. How old are you? 25. Right. Let's imagine tonight. Alter, diese Psychomusik, ey. Schwede. Mann, ist das eine Atmosphäre. Alter. Entweder war das gewollt, dass der mir einen überzieht, oder ich hätte da besser aufpassen müssen, aber ich muss ja in beide Richtungen gucken. Your dopamine levels have spiked. Are you enjoying this, Mr. Black? Naja, ob ich das so enjoye, ich glaube ja nicht. Geht nicht auf. Ist die Frage, ob man hier mit irgendwas interagieren kann. Die Tür ging ja vorhin schon nicht auf. Die Tür ging auf, okay.
Frage ist nur, wo kommen die ganzen Geräusche her? Das hört sich an, als wenn die noch alle da wären. Was sagt denn der... Achso, das ist auch wieder nichts, was wir brauchen. Ich sah eine Treppe, die habe ich gar nicht gesehen. When on belong, out in the light, see right is wrong and left is right and out of sight where we belong. No left is right and right is wrong. It's a game, don't you see? A party game. They want you to let them out, but you mustn't. You mustn't let them out. Ich nehme ihn bitte hinterher, ne? Voll am Durchdrehen. Ne? Ich habe das Gefühl, die haben ihr eigenes Projekt irgendwie nicht mehr im Griff. First lead, Mr. Black. What do you know? The question, Mr. Black, is what do you know? Let's see if you have any memory of this place. Focus on the photo when you're ready. Ja. Da sind wir auf jeden Fall ready. Mann, das war ja... ja völlig am Durchdrehen. So, you do remember this place. Interesting. Please. Just tell me why this is important. An unidentified man died at a nearby abandoned warehouse not long before you tried to save the girl. He was shot at point-blank range. And we're going back to that warehouse. That's correct, yes. The police wrote the whole thing off as a drug deal. But that's not what you believe. I believe everything in life is connected, Mr. Black. The only question is how. Let's find out, shall we? Man weiß manchmal gar nicht, was soll man nehmen. Schwarzlicht ist ja in Ordnung.
Jesus, man. Get your hands off. No need for any of this. Shut up. Move. Wait. I know this place. This is where the explosion happened. Ah, yes. Your mind is preoccupied with the explosion, Mr. Black. The Pandora can only process what your brain offers. Concentrate only on the memory at hand. I am trying. Then try harder. No worries, Chief. Glad to be aboard. Not a hair on her head. Trust me. When you brought me here, fuck you. Red? Hey, Red! What the hell is this? None of this makes any sense! You are here because you have formed a mental link between this man and the explosion. The Pandora is trying to decode the messages your mind is sending. Focus. Pandora unit is offering you a pathway deeper into your memory. Pursue this. Focus and proceed. Oi, oi, oi. Remember, Mr. Black, human memory is unreliable at the best of times. I need you to work with my technology, not against it. Take in your surroundings and get as much information as you can. Das ist der Tatort anscheinend, der ist zugeklebt. Da kommen wir auch nicht weiter. Okay, aber wir können ja mal gucken, ob unser Schwarzlicht was rauszieht. Nur die Spuren, die da reinführen. Okay. Case crime scene detected. Multiple homicide. Attending officers Fair and Chadwick. Oh, what are we looking at? Multiple homicide. No IDs. I will warn you though, Chief. Wir haben den Fingerabdruck gefunden. Ist das nicht schön? Well, then it's a good job I skip breakfast. Come on. What the hell happened here? Ganz Spezialkräfte, ja. Ja, die wurden aber ganz schön abgemackelt, ey. Beweise gefunden.
glaube auch, wir sind hier durch. Hier ging es ja nicht weiter. Von da kommen wir. Hier, aber es kann sein, dass wir da noch was finden oder suchen müssen. Nehmen wir nochmal das Schwarzlicht. Wer weiß, für was es gut ist. Der ist so ein bisschen zerstört. Vielleicht müssen wir den auch mal scannen. Jo. Aber gescannt, aber keine Beweise gefunden. Warum sind denn die anderen eben verschwunden? Ja, merkwürdig. Ich habe die doch hinten gescannt und dann waren die auf einmal weg. Darauf an, wie man gerade zu dem Hinweis steht. Der ist auch weg. Jetzt können wir den hier nochmal. Sind ja nur noch die beiden hier. Ich will den richtigen Winkel finden, den habe ich auch noch nicht rausgefunden. Ist, dass die irgendwann verschwinden, ja, aber trotzdem keinen Hinweis bekommt.
merkwürdig. Nee, da passiert nichts mehr. Und die anderen sind weg, es sind nur noch die beiden hier. Alles klar. Jetzt habe ich so ungefähr gecheckt, was ich machen muss. So, einer müsste jetzt noch da sein, genau. So. Identification unconfirmed. Oh, look at that. His entire face. There goes any dental match. Off his hands too. Jetzt haben wir die Identität gefunden. Hurra. Professional job. Shit, this many stiffs have no idea. We can link this to 100 cases. So, drug dealer is then. What do you reckon? Adam's family or one of my Turner's lot? Well, don't worry. Decide later. Get the uniforms to bag it all. I'm getting a little peckish. There's that new cafe opened up next to the Nick. You fancy it? Red, what is this? You are trying to process too much, Mr. Black. The Pandora cannot keep up. Concentrate only on the man you came here to find. There, Mr. Black, right there. Use your scanner. Identify and consolidate your memory. Who is that man? Pandora will do the rest. Der wird auch richtig angezeigt. Was aber, wie soll ich die denn scannen? Merkwürdig, merkwürdig.
Mensch, ich scanne ja den Wolf und nichts passiert, ey. Mal durch Zufall irgendwas passieren würde, aber vielleicht so scannen, dass sie komplett raus sind. Nö. Hier ist einer, der hier keinen Kopf hat. Den müssen wir irgendwie rausfinden. Okay, wir probieren noch mal was anderes. Das ist okay, das Schwarzlicht. Wir haben alle nur einen Kopf, er hat keinen Kopf. Also er ist derjenige, der gescannt werden muss, das ist schon richtig. Frage ist nur, von welcher Perspektive kann ich rausfinden, wer er ist oder was er hat. Okay, da gibt es ja ein Quadrat im Quadrat. Vergesst mir das vielleicht? Ah, okay. Jetzt haben wir es. Identification confirmed. Jasper Prado. Status deceased. There's me thinking we could sort this out, McDonald's. Mann. If you're gonna do it, then at least look me in the fucking eye! Sir, we have a name then. Jasper Prado. Yeah, but that's off to the case you'll drive. Oh, come on, Chief. Why have I always got to drive? Manchmal geschehen ja noch Wunder. What now? How do I know this? You don't. The Pandora is cross-referencing your memory with any police files in the database. This memory is breaking down. You must move on. Da geht's nicht weiter. This place again. Yes. Your mind is definitely throwing up some kind of link between this Jasper Prado and the explosion.
I'm surprised it's this pronounced, though. As if something is... bothering you. Too late. So, wer ist Jasper? Komm aus deiner, aus einer Familie der Arbeiterklasse, Vater. Hier können wir nicht interagieren. Machen, ne. Ah, hier geht's weiter. Okay, okay, okay. Aber wenn es hier weitergeht, öfter mal nach so einem Bild Ausschau halten. Black! For God's sake, hurry! I'm trapped! You can stop this! My readings indicate that you've engaged with an earlier point in the memory. Though we still don't know why you're here. I was here to stop Jasper getting killed, I'm sure. Careful, Black. You're dealing with raw theory. Pay attention to the facts only. You risk imminent corruption if you continue this course. Fuck you, Red. I know why I'm here. Vielleicht sollte ich auch mal lieber scannen. I believe you're missing some evidence, Mr. Black. Are you sure you've found everything? Black, I've been reviewing the data. Your disregard of protocol, pursuit of supposition, and lack of gathered evidence has rendered this investigation useless. I'm pulling you out. No, Red, not yet. I'm so close. Schwarzlicht was sehen. Ne, die wollen natürlich immer, dass ich hier ermittle. So einfach ist.
Oi. Enough. Enough of this nonsense. You pulled me out. Like I said, you began making assumptions. The Pandora is neutral, Black, and so must you be. Maybe you really were there to save Jasper. But the moment you assume that to be true, you corrupt the simulation and cast doubt over the memory. If you continue to do so, we will not be able to proceed. Maybe I don't want to proceed. Oh, I think you do, Mr. Black. You wouldn't be here if you didn't want answers. Ja, schon mysteriös das Ganze. Unglaublich. Also, die jagen mich dahin. Ich soll mich an meinen Erinnerungen irgendwie mit meinen Erinnerungen klarkommen und sind dann aber noch unzufrieden. Let's try a different approach this time, Black. Different how? I'd like to try starting before Prado was killed. You want me to try again? To save Jasper? I don't want you to try anything, Mr. Black. Everything is prepared for you. Just relax and explore. Yeah, sure. Genau, wir müssen wieder erkunden. So, aber wenn dann doch mal einer da ist und ich muss mal schießen, dann heißt es, ich soll nicht schießen, ich soll erkunden. Neuer Eintrag und es steht keine Nachrichten. Listen, I think someone's been murdered here in the warehouse. Hier geht's hier weiter. Problem ist, dass ich trotzdem mal wieder drauf gehe, wenn ich nicht schieße. Ich muss aber ein Rätsel lösen. Also das ist alles sehr, sehr konfus, das Ganze. So, wir haben jetzt das aufgedeckt. Da haben wir einen Teil von aufgedeckt. Okay. Mal gucken, wie viele Teile noch übrig sind oder wie viel wir noch aufdecken müssen. Okay, 1, 2, 3 haben wir aufgedeckt. So, wir haben noch 1 zum Aufdecken. 2, 3, 4, 5. Ja. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Und sehen uns dann beim nächsten Mal. Na, dann geht es auf jeden Fall weiter. Weiß gar nicht, kann ich jetzt hier abspeichern? Ich kann nur fortsetzen, aber ich denke mal, ich werde da wieder starten. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.